Okay, haben jetzt unsere Staatsvergabe bekommen. Man kommt sich halt sehr nahe in der Luft. So, das heißt, das Kollisionspotenzial ist natürlich da erhöht. Ich programmiere jetzt hier die Sonarbojen, die wir nachher im Wasser verbringen werden. Wenn man in 30 Meter Höhe fliegt, dann ist da nicht mehr viel Spielraum nach unten. Uhr, Dezember. Marineflieger Horst Nordholz, wenige Kilometer von der Nordseeküste entfernt. Vorbereitung des größten Kampfflugzeuges der Bundeswehr. Die P-3C Orion hat einen rund 6 Stunden langen Flug über der Ost- und Nordsee vor sich. Militärische Aufklärung für die NATO. Zuerst müssen Eis und Schnee runter. Ansonsten droht beim Start im schlimmsten Fall der Absturz, weil die Luft nicht mehr sauber um die Tragflächen strömen kann, was den nötigen Auftrieb erzeugt. Für Co-Pilot Daniel ist es heute ein besonderer Einsatz. Der letzte taktische Flug, um danach Kommandant auf dem Seefernaufklärer zu werden. Dann hat der 34-Jährige im Cockpit das letzte Wort und führt seine Besatzung. Moin zum Wetter, Base Ops. Heute immer an seiner Seite der Fluglehrer. Auch er heißt Daniel. Hallo. Oha. Ja, und das auch. Wassertemperaturen? Ja, ist gar nicht so das Problem, aber sobald sie hier wieder rumkommen, haben wir wieder genau denselben Bereich. Das kommt gleich in der anderen Karte noch mal ein bisschen raus mit den Winden. Das ist die große Gefahr, dass wir zum Sonnenuntergang natürlich gleich wieder in den Nebel gehen. Deswegen ist der Plan, dass wir etwas früher zurückkommen. Okay. Gegebenenfalls und hoffentlich dann vor Nebelbildung hier auch landen. Sie werden tief und nach Sicht fliegen. Das birgt Risiken. Eins ist meins, eins ist ihres. Ja, das habe ich gerade unterschrieben, das behalten Sie mal. Generell für den Winter bleibt natürlich Schneeschauer, schlechte Sichten, Vereisung, tiefe Bewölkung. Das sind immer Faktoren, die sich für uns in der Fliegerei natürlich negativ darstellen. Wenn das Wetter zu schlecht ist, müssen Sie aufsteigen. Bojen für die Aufklärung können dann nicht mehr abgeworfen werden. Genau diese Wetterbedingungen können heute über der Ost- und Nordsee herrschen. 11:15. In gut einer Stunde soll es losgehen. In der Regel sind sie 6 bis 8 Stunden in der Luft, abhängig von der Flugroute. Heute wollen sie erst über der Ostsee und dann rund um Dänemark patrouillieren. Geplante Flugstrecke rund 1200 Kilometer. Stabsbootsmann Volker ist 55 und der In-Flight-Technician an Bord. Er ist unter anderem für die Sonarbojen verantwortlich. Damit können sie feindliche U-Boote unter Wasser aufspüren und verfolgen. Check jetzt, ob die Bojen richtig in der Werfanlage drin sind. Die 4 Flaggen zeigen an, dass wir da Bojen drin haben. Und die werden jetzt von mir überprüft. Erst einmal mechanisch, dann nochmal elektrisch. Der Seefernaufklärer ist ein Kampfflugzeug, auch wenn die Propellermaschine auf den ersten Blick nicht so aussieht. Im Ernstfall sind in ihrem Rumpf neben Bojen auch bis zu 8 scharfe Torpedos verstaut. Damit werden abgetauchte gegnerische U-Boote bekämpft. 11 Uhr, noch gut 45 Minuten bis zum geplanten Start. Daniel ist seit 2018 Marineflieger auf der Orion. Er hat bisher rund 1200 Flugstunden als Co-Pilot auf dem Seefernaufklärer absolviert. Manchmal patrouillieren sie bei ihren NATO-Aufklärungseinsätzen über dem Mittelmeer entlang der Küstengebiete. Meistens aber über der Nord- und der Ostsee, so wie heute. Ja, wir haben mehr oder weniger sind das 2 Teilmissionen. Wir machen erst noch einen NATO-Auftrag in der Kieler Bucht. Da geht es darum, dass wir Objekte im Wasser finden sollen mit verschiedenen Sensoren. Radar, visuell, per Sicht, mit der Kamera. Und anschließend werden wir quasi entgegen des Uhrzeigersinns um Dänemark herumfliegen und dort einfach Aufklärung betreiben, nach Schiffen schauen, welche Einheiten da wo stehen
und uns auch die Infrastruktur anschauen. Die Orion gilt als Augen und Ohren der Marine. Sie ist vollgestopft mit Aufklärungstechnik, Radar, Kameras, Bojen, vieles davon als geheim eingestuft. Also ich programmiere jetzt hier die Sonarbojen, die wir nachher im Wasser verbringen werden. Das sind verschiedene Typen. Die ersten beiden nehmen die Wassertemperatur auf, und zwar in den verschiedenen Tiefen, weil der Schall sich an verschiedenen Temperaturen an der Linie brechen kann, wo wir wissen, welche Temperaturen wir haben. Und dann programmiere ich verschiedene Bojen für den verschiedenen Aufgaben heute. Das sind jetzt passive Bojen, die lediglich die Geräusche aufnehmen, die im Wasser sind, und die dann ans Flugzeug funken, um dann später die auswerten zu können. Noch 15 Minuten bis zum Start. Die Ergebnisse werden später in Nordholz ausgewertet und an die NATO-Hauptquartiere weitergeleitet. Landung planmäßig wäre 18Z. Auch da gucken wir, dass wir gegebenenfalls etwas früher reinkommen. Also jetzt speziell für den Start heute ist die Herausforderung einmal das Wetter. Dadurch, dass es sehr kalt und feucht ist, hatten wir noch ein bisschen Eis auf den Flügeln. Und dadurch, dass wir einen voll besetzten Flieger haben, wir sind heute 19 Personen, sind fast voll betankt, sind wir sehr, sehr schwer. Und das bedeutet für uns natürlich, dass wir sehr genau alles ausrechnen müssen, Verbrauch, wie viel Strecke brauchen wir für den Takeoff, zu welcher Geschwindigkeit können wir den Start beispielsweise noch abbrechen, und das haben wir jetzt alles gemacht. Der Seefernaufklärer Orion stammt aus den 1960er Jahren und wurde in den Vereinigten Staaten entwickelt. Das Cockpit ist aufgrund des Alters weitgehend analog. Ab dem nächsten Jahr sollen sie neue Maschinen bekommen. 180 Kilometer weiter südlich. Flieger Horst Wunstorf bei Hannover. Die drei Männer steuern gleich eine fliegende Tankstelle. Ihr Ziel? Litauen. Ihr Auftrag? Zwei Kampfjets mit Treibstoff versorgen. Alexander ist 30 und der Co-Pilot. Für mich selber wird es jetzt heute erst der vierte Luftbetankungsvorgang sein. Ich habe die Berechtigung erst Ende letzten Jahres erworben und bin jetzt selber auch noch nicht so lange auf dem Luftfahrzeugmuster unterwegs. Von daher ist diese Konstellation, mit einem erfahrenen Kommandanten zu fliegen, enorm wichtig, damit ich eben auch diesen Erfahrungsaufbau in den nächsten Jahren eben weiter voranbringen kann. Links steht der erfahrene Kommandant. Mehr als 6000 Flugstunden hat Mark als Transportflieger. Er leitet den Einsatz. Dadurch, dass wir als Besatzung nicht jeden Tag miteinander fliegen, sondern auch immer zusammengewürfelt, ist es damit auch die erste Annäherungsphase miteinander, um sich aufeinander einzustellen und einzustimmen. Was ist denn die Erwartungshaltung von dem einen zu dem anderen? Und insofern sind wir alle auf dem gleichen Informationsstand. Maschine ist klar, ja. Ist aufgetankt, und ich glaube, wir haben 49,2 Tonnen an Kraftstoff jetzt mit dabei. 51, na, heute ist kalt, 51 Tonnen. Das Lufttransportgeschwader 62 in Wunstorf ist mit dem modernen A400M ausgestattet. Die Maschine ist so etwas wie das Schweizer Taschenmesser der Luftwaffe. Sie kann Fracht transportieren, Fallschirmspringer und Lasten absetzen oder eben andere Flugzeuge mit Treibstoff versorgen. Im Winter kommen wie auf zivilen Flughäfen Enteisungsfahrzeuge zum Einsatz. Ein Wasser-Glykol-Gemisch verhindert, dass es beim Start zu einer gefährlichen Vereisung der Tragflächen kommt. Co-Pilot Alex hat 2019 seine Pilotenlizenz erworben. Bisher hat er rund 250 Flugstunden auf dem Transporter gesammelt. Er befindet sich noch in der Ausbildung zum voll einsatzfähigen Piloten. Erstmal Block haben wir 51,2. 10.15 Uhr. Co-Pilot Alex startet nach und nach die vier Triebwerke. Starting in number 3. Number 3. Ein Flugzeugwart schaut, ob die Propeller symmetrisch laufen. Fünf Minuten vor dem geplanten Start.
die Rollfreigabe vom Tower. Alex steuert heute die Maschine. Kommandant Mark ist dafür verantwortlich, alle Systeme im Auge zu behalten. 3 Jahre ist die Maschine alt. Das Sicht relativ schlecht ist im norddeutschen Winter, hier im Januar, und die Wolkendecke bei rund 100 Fuß liegt, wäre es jetzt keine Option, hier nach Wunsdorf zurückzukommen für den unwahrscheinlichen Fall, dass wir umkehren müssten nach dem Start. Haben jetzt unsere Startvergabe bekommen und starten in den Nordwinter. Okay, alle ready? Weit über 100 Tonnen Abflugmasse. Das sind schon enorme Zahlen und ja, kommt auf jeden Fall ein bisschen Demut hoch, wenn man sich das mal so überlegt. Zurück an Bord des Seefernaufklärers. Für Co-Pilot Daniel sind die ersten 25 Flugminuten auf dem Weg zum Kommandanten geschafft. Die NATO benötigt ständig aktuelle Aufklärungsergebnisse, nicht erst seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Jens leitet als taktischer Koordinator den Einsatz. Für uns ist das relativ ein routinierter Aufklärungsflug hier. Natürlich, direkt nach dem 24. Februar war die Anspannung bei allen aufgrund der Unsicherheit, was überhaupt passiert, sehr viel höher. Aber hier sind sich alle bewusst, das ist Teil der Aufgabe. Deswegen haben wir halt Streitkräfte, um genau in solchen Situationen dann auch handlungsfähig zu sein. In der Kieler Bucht erreichen sie die Werra, ein Versorgungsschiff der Marine. Die Besatzung der Werra hat ein Objekt ausgelegt, das wie eine Seemine aussieht. Für die Aufklärungsexperten an Bord der Orion beginnt der NATO-Spezialauftrag. Sie sollen mit ihren Aufklärungssensoren herausfinden, wie, womit und in welchen Höhen man solche Objekte am besten aufspüren kann. Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sind immer wieder hochexplosive Seeminen im Schwarzen Meer aufgetaucht. Wir dürfen den speziellen NATO-Auftrag zwar filmen, über die Ergebnisse herrscht aber Funkstille. Alles geheim, heißt es. Nach 2 Stunden ist dieser NATO-Auftrag erledigt. Nächste Aufgabe: Tiefflugtraining für Kommandantenanwärter Daniel. Es geht runter auf 30 Meter. Mit Tempo 400 über die Ostsee. Wenn man in 30 Meter Höhe fliegt, dann ist da nicht mehr viel Spielraum nach unten. Und deswegen sind da beide immer, der eine ist immer so ein bisschen im Standby, dass falls dem anderen irgendwas passieren sollte oder irgendwie aus Versehen eine falsche Steuereingabe macht, der andere sofort übernehmen kann. Die Crew der Werra filmt Daniels Flug. Im Ernstfall muss so tief geflogen werden, um beispielsweise einen Torpedo sicher abzuwerfen. Geschafft. Fast jeder an Bord ist mal mit Küchendienst dran. Heute Hauptbootsmann Toni. Ich bin normal als Operator an Bord. Wir rotieren dann halt alle 1-2 Stunden. Und wenn einer dann Kapazität hat, dann ist er hier hinten und ist dann für das Essen dann zuständig. Bojenexperte Volker besetzt im Heck den Ausguck. Der eine macht hinten den Galley-Dienst und bringt das an die Station, weil ich darf jetzt hier auch nicht weg. So, man kann natürlich hinten am Tisch essen, aber meistens sind wir zu wenig Leute, dann ist egal am Arbeitsplatz. Die fliegende Tankstelle hat inzwischen den Luftraum über Litauen erreicht. Dort fliegen sie in 7000 Metern Höhe bei rund 500 Kilometern die Stunde konstante Schleifen. In wenigen Minuten wird der erste Jet erwartet, der in der Luft betankt werden soll. Das ist in der Regel
head-on, das heißt, wir fliegen quasi aufeinander zu. Das fühlt sich immer ein bisschen falsch an im ersten Moment, wenn man so mit einer Annäherungsgeschwindigkeit von rund 1000 Kilometern die Stunde aufeinander zufliegt. Aber letztlich ja, unterstützen uns die Lotsen wiederum und unsere Systeme auch. Das heißt, wir werden ihn rechtzeitig, bevor wir ihn überhaupt außen so sehen können, schon auf dem Radar sehen, um auch sicherzustellen, dass da keine Kollisionsgefahr oder sowas besteht. Plötzlich Kollisionswarnung. Der französische Kampfpilot ist überpünktlich. Tanker Checklist, Preparation Checklist. Okay. Ja, Preparation Checklist. Traffic. Okay, expected. Tikas, I've got four. Arena 62, Boston 03, good afternoon. Yes, what's the directed set? Okay. Bank. Die Gefahren, die beim Betankungsvorgang natürlich schon fast offensichtlich sind, man kommt sich halt sehr nahe in der Luft. So, das heißt, das Kollisionspotenzial ist natürlich da erhöht. Zudem dann bei der eigentlichen Annäherung an den Korb kann es eben dazu kommen, dass durch den eigenen Luftstrom des Receivers der Korb eben abgelenkt wird. Und genau, die Schwierigkeit besteht eben darin, dann den zu treffen. Und das ist mitunter wohl recht kompliziert und bedarf etwas Übung. Und ja, wenn es dann mal schief geht, sprich man den Korb verfehlt oder vielleicht etwas zu schnell an den Korb heranfliegt, kann sich der Korb vielleicht mit dem Betankungsstutzen verhaken. Und ja, das kann dann, also im Normalfall passiert dabei nichts. Der Receiver fliegt dann einfach wieder ein Stückchen zurück und setzt nochmal neu an. Aber es kann natürlich dazu kommen, dass der Korb in Schwingung gerät und an dem Receiver Flugzeug vielleicht irgendwo gegenschlägt, was dann wiederum zu Beschädigungen führt. Die Flügelspitze des Kampfjets ist gleich nur 10 Meter vom Rumpf des Tankers entfernt. Der ist schön mit seinem Boom in den Korb eingetaucht ist. Wir sehen eine grüne Ampel, dass der Kontakt hergestellt ist. Und wir sehen einen startenden Kraftstofffluss. Und wir sehen, dass er genau in der perfekten Position ist. Der Kontakt war um 12.25 Uhr. Herr Boston 03, good flow. 03, same. And Prima 62, did you come only for me? Yeah, it seems so. If the Germans don't show, and it's only for you. Sorry about that. Oh, it's a pleasure. Das hört man schon an der Stimme und an seiner Fröhlichkeit, dass er sehr souverän ist, dass er auch ein hohes, ich denke mal, Ausbildungsniveau hat. Und das sieht man auch schon bei dem Kontakt, dass gerade schon im Kurvenflug er den Kontakt gefunden hat, ohne von der Position abzuweichen. Und jetzt auch die Position beim Ausrollen wieder ganz stabil dort steht. Das ist wirklich eine große Freude, das zu sehen. Das ist leider nicht immer so. Pro Minute fließen 700 Kilo Flugbenzin in den Jet. Ein kleiner Propeller an der Spitze des Betankungstopfs erzeugt Strom für Leuchten innerhalb des Korbs und Positionslichter am Topf zur Orientierung für die Jetpiloten, um in der richtigen Position zu bleiben. 4 Minuten nach dem Andocken hat der Jet fast 3 Tonnen frischen Sprit im Tank. Boston 03, you're clear to switch over ambulance again. Have a safe trip home. Was a pleasure. Next time. Boston 03 switching with ambulance and a pleasure for me as well. See ya. See ya. Das Wackeln mit den Tragflächen, ein Fliegergruß. Zurück an Bord des Seefernaufklärers. Nach mehr als 3 Stunden in der Luft fliegen sie die dänische Ostküste entlang. Sie suchen nach sogenannten COI, Contacts of Interest, also nach verdächtigen Schiffen. Vorhin Küchendienst, jetzt Video-Operator. Hauptbootsmann Toni hat einen russischen Frachter entdeckt. Den wollen sie sich genauer anschauen. Stabsbootsmann Volker ist nicht nur Bojenexperte, sondern auch ausgebildeter Fotograf. Die NATO verlangt hochaufgelöste und gestochen scharfe Aufnahmen. Knifflig bei dem böigen Wind und ständigem Ruckeln.
Volker, wenn du was anderes brauchst, sagst du, ne? Ja. Teilaufnahmen sind super, aber einmal weiter weg für die ganze. Am besten die andere Seite. Weiter weg für die Aufnahmeseite. Ja, dass wir einmal die ganze Aufnahme haben. Die Zeit ist super. Sehr gut. Ja, ja. Ja, die Hecke ist super. Ja, aber eine Welle fährt dann immer wieder. Immer weniger wackelt, wäre geil. Jetzt schaue ich mal, ob die Bilder was geworden sind, weil noch sind wir in der Nähe, da kann man notfalls ja noch mal einen Kreis umdrehen. Aber wenn alles in Ordnung ist, dann ist es soweit in Ordnung. Dann nächstes weiter geht's. Nächste Aufgabe: Unterwasseraufklärung. Dabei helfen ihnen die unterschiedlichen Sonarbojen. Die sollen jetzt mit Hilfe einer Sprengkartusche ins Wasser. Schon einige Möglichkeiten, die schief gehen können. Wie zum Beispiel, es kann sein, dass der Computer die Boje nicht erkennt und nicht abfeuert. Das ist dann quasi der sogenannte Online-Drop mit Computerhilfe. Und dann kann ich da vorne, hier drin, habe ich eine Anlage, dass ich quasi ohne Computerhilfe die auf Befehl natürlich dann per Hand rausschießen kann. Denn wir wollen diese Boje loswerden. Sollte das aus irgendwelchen Gründen nicht funktionieren, dass tatsächlich die Ladung einen Fehler hat, dann gibt es bei uns ein Notverfahren, wie wir dann halt agieren können, um dieses Ding loszuwerden. Schwierig bei einem Blindgänger. Naja, das erzeugt 400 Bar Druck und das in der Röhre ist natürlich nicht besonders schön, weil wir ja nicht wissen, was damit jetzt los ist. Es ist quasi ein Fehlschuss, ein Versager. Der kann natürlich später losgehen, wahrscheinlich nicht, aber er könnte ja. Da gibt es ein Verfahren, dass wir halt dann eine gewisse Zeit warten, das sicherzustellen, dass sie nicht mehr losgeht. Und dann wird das Ding wirklich über Bord geworfen, damit es weg ist. Gilt dann als Waffe. Wir nehmen regelmäßig in den deutschen Gebieten halt Wassertemperatur. Positive Drop Boostbands. Sind gerade beide raus. Etwas plötzlich. Zurück beim Betankungsflieger. Gut, was jetzt kommt ist, wir haben 280 Knot. Wir fahren jetzt die Schläuche. War nur ein Luftfahrzeug von zwei geplanten da, aber 50% ist ein Erfolg, weil wir haben den einen Receiver, den einen Kunden zufriedengestellt und machen uns jetzt wieder auf den Weg nach Hause. Der Flug, den wir heute unternommen haben, hat ja mehr oder weniger unmittelbar mit dem Vorgängen in der Ukraine zu tun. Schließlich hat die NATO ihre Präsenz an der Ostflanke enorm gestärkt und quasi hochgefahren. Und na klar, da natürlich direkter Bezug vorhanden. Und wir sind natürlich beim Fliegen mit dem Kopf im Cockpit und beschäftigen uns mit den Vorgängen hier oben, aber natürlich denken wir dann wieder auch mal daran, was eigentlich da unten passiert und was die Menschen in der Ukraine gerade durchstehen müssen. Und das sorgt schon manchmal für Gänsehaut, ja. Die vielleicht größte Herausforderung heute wartet noch auf Alex. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das Wetter sich in Wunstorf entwickelt hat. Als wir abgehoben sind, war die Wolkendecke eben bei 100 Fuß. Das würde uns aktuell noch nicht für eine Landung reichen. Da müssen wir dann mal schauen, wo wir dann gegebenenfalls ausweichen könnten. Ich denke mal, das wird jetzt so der spannendste Teil für den weiteren Flug. Okay. Flaps 2. 100 englische Fuß sind umgerechnet nur etwa 30 Meter. Co-Pilot Alex steuert die Maschine. Es wird seine erste Landung bei solch schlechter Sicht sein. 45 Meter über dem Boden muss er die Landelichter der Startbahn sehen. Flaps 4. B-Check, Flaps 4. 100. Oh, gut. 70. 50. 40. 30. 20. 10. 5. Jawohl. Spoiler. Brake low. Diesel. Geschafft. Nach rund 5 Stunden zurück in Wunstorf.
kann man halt nicht kontrollieren. Und da sind wir eben Spielball der Natur. Und das macht es bis zum Ende immer spannend, ja. Also ich kann nur sagen, das war exzellent durchgeführt. Er ist genauso verfolgt, das Verfahren, wie wir dazu auch ausgebildet sind. Im letzten Moment, tatsächlich in der letzten Sekunde der Entscheidung, haben wir dann quasi die Lampen und auch die Beleuchtung und die Landebahn erkannt und konnten dann damit dann visuell den Anflug fortsetzen. Hat die Ruhe und die Gelassenheit bewahrt bis zum letzten Moment, keine Nervosität, so wie es im Bilderbuch steht. Für Co-Pilot Alex ein weiterer erfolgreicher Flug auf seinem Weg zum voll einsatzfähigen Piloten. Schon morgen steht für ihn die nächste Ausbildungsmission auf dem Programm. Auch die Crew im Seefernaufklärer ist auf dem Heimflug. Also wäre meine Idee, dass wir vielleicht hier ein Stück entlang fliegen. Da vorne ist ein bisschen heller. Und dann gucken, wo wir nach links durchkommen. Ob wir, also das ist so, ja, also ja, bin ich bei, ob es was bringt, will ich mal gucken. Sag mal, wenn sich das als nicht fliegbar darstellt, wir können ja immer noch on top sehen, dann gehen wir halt on top. Ja, ja. Das größte Problem ist, wenn man in die Nacht hineinfliegt, dass die Augen sich dann langsam auch an die Dunkelheit gewöhnen. Was man aber schlecht einschätzen kann bei so einer Wettersituation, wie wir sie gerade haben, wenn zwischendurch mal ein Schauer ist und so, dass wir in unseren Wetterminima oder in unseren Wetterlimits bleiben. Ich meine, da kann man jetzt durchgucken, da war ein Licht dazwischendurch. Ich würde es probieren. Und genau, wenn es nicht geht, drehen wir um, gehen hier on top. 17.45 Uhr. Fast am Ziel. Der Landeanflug. Nach rund 6 Stunden setzt die Orion in Nordholz wieder auf. Es war quasi ein taktischer Flug für mich, noch als Kommandantenschüler. Ich habe schon eine Kommandantenschulung in den USA gemacht und habe jetzt noch mal 2 taktische Flüge mit einem Fluglehrer hier gemacht und bin damit jetzt quasi ausgecheckt und darf dann als Kommandant hoffentlich bald meine eigene Crew übernehmen und bin dann als verantwortlicher Luftfahrzeugführer unterwegs, ja. Taktisch gibt es sicherlich herausfordernde Szenarien, die wir auch befliegen können. Aber trotzdem war das für jeden, glaube ich, hier guter Trainingserfolg und für den Auftragserteilenden, für die NATO, ein gutes Resultat, was wir mitgebracht haben. Der nächste NATO-Einsatz ist schon für den nächsten Tag geplant. Richtung Baltikum, im internationalen Luftraum, entlang der russischen Küste.